Und hier so. Und mehr hat er nicht freigegeben. Aber das ist auch egal, weil in der Sicherungskopie. Was war das jetzt? Du hattest keine Level mehr. Ah, du bist rausgegangen, obwohl du keine Level hattest. Oh. Kannst du meine Sachen mir wiederbringen? Wie das gerade aussah. Oh. Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht mehr geachtet. Ich dachte mir so, hä, warum kriegt sie Damage? Da ist doch kein Wasser oder so in der Nähe. Und dann, uah. Oh Mann. Was geht ab, liebe Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Planet X Video. Mein Ständer für das Mikrofon ist gerade irgendwie ein bisschen wackelig. So. Ja, gut. Lange, lange ist es her, dass wir das aufgenommen haben. Deswegen muss ich gerade mal überlegen, wo wir waren. Und zwar haben wir im letzten Stream irgendwie so ein Buch gecraftet. Das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und ja. Meine liebe Mitspielerin hier ist schon am Durchdrehen, weil es schon, damit es endlich weitergeht. Oh ja. Okay. Wir haben von der letzten oder vom Stream auf heute haben wir ein paar Sachen umgeändert. Zum Beispiel gibt es neue Crafting-Recipes, also neue Rezepte, die man uns craften können, zum Beispiel wegen Essen und Hunger und so Zeug. Hier geht mal irgendwann eine Base-Erweiterung. Die habe ich allerdings noch nicht einbauen können. Dafür hat dann die Zeit noch nicht gereicht, beziehungsweise hatte ich noch keinen Bock, die ganzen Commands dafür zu schreiben. Jo. Aber, und zwar, was gibt's Neues? Wir können hier in der Base. Hier haben wir übrigens unser Beet nicht mehr, okay, alles klar. Wenn wir jetzt in der Base Wasser haben, dann können wir daraus trinken und wir können darin baden. Wir können allerdings, wenn wir jetzt rausgehen und da Wasser haben können und wir gehen da rein und trinken, also nehmen Wasser aus dem verseuchten Gebiet, also von außen, oder wir baden in dem verseuchten Wasser, dann sterben wir. Oder kriegen zumindest mal Damage. Das war richtig geil, das zu erledigen. Also es funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Und das werden wir auch nachher mal ausprobieren. Das werde ich euch zeigen. Ja, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir unsere Items mal einsortieren. Dadurch, dass wir halt jetzt nicht hundertprozentig alles nachmachen wollen und können. Und so haben wir jetzt einfach eine neue Rüstung gehabt. Die war ja in der letzten Folge oder Stream eigentlich fast kaputt. Ja, bezüglich das ist egal, würde ich sagen. Und Leute, ich habe vergessen, mein WhatsApp wegzumachen vom Internetbrowser. Okay, dann würde ich sagen, wir stellen mal den Supercrafter auf. Den hatten wir ja letztes Mal hier hinten, da ist jetzt allerdings was anderes, deswegen würde ich einfach vorschlagen, wir stellen hier hin. Wenn es für dich okay geht. So, einmal Tja. Supercrafter hier. Okay, perfekt. Dann, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben ein PDA gecraftet, beziehungsweise im Stream war das. Okay. Und in dem PDA haben wir letztes Mal Allgemeines gelesen, die Atmosphäre haben wir gelesen, die Gravitation und die Entstehung. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal durch, zumal es gibt auch noch eine zweite Seite. Du willst es dir, denke ich, auch angucken, oder? Wobei du siehst eh gleich im Chat. Also, dieses PDA zeigt dir auf Wunsch Daten zu deiner Umgebung und viele mehr. Bei Allgemeines haben wir, dies ist die erste Aufzeichnung des Planeten. Er scheint nicht gerade menschenfreundlich zu sein. Und dann haben wir. Hat mir schon. Ja, genau. Und dann hatten wir als zweites die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist stark toxisch und da kommen ein paar komische Werte, die, wie ihr mich schon darauf hingewiesen habt, nicht unbedingt perfekt zusammenfassen. Es wird empfohlen, geschützte Räumlichkeiten nicht zu verlassen, beziehungsweise den Planeten nicht zu betreten. Ja, RIP. Dann Ja. kam Gravitation. Es scheint, als ob die Gravitation des Planeten den Menschen nur halb so stark auf den Boden zieht wie die Erde. Also von der Gravitation ist ja die Hälfte, deswegen fliegen wir auch mehr oder weniger. Merkwürdigerweise sind keine Items oder andere Entities davon betroffen. Und Entity schreibt man eigentlich groß, okay. Einige Gesteinsarten scheinen schon vor über 13 Millionen von Jahren aus einer speziellen Mischung aus Lava und Wasser entstanden zu sein. Dabei muss ein Großteil des Wassers verdampft sein, da es kaum noch Vorkommen davon gibt. Genau, das war das Erste. Und jetzt kommen wir zum Zweiten, was Neues. Und zwar haben wir hier Scanne alle Lebensformen des Planeten. Merkwürdigerweise ergaben alle Scans die gleichen Informationen, was das Vorkommen von Lebensformen betrifft. Jegliche Lebensformen gleichen denen auf der Erde, außer dass die heimischen, sorry,
Außer dass die heimischen Lebensformen ein Virus entwickelt haben, der ihnen erlaubt, A. Ah, Fragezeichen. Der ihnen erlaubt, A, was? Hä? Warte mal. Da fehlt was. Der ihnen erlaubt, A. Hey, warte mal, ich klicke mal aufs Falsche. Okay. Zweite Seite, erstes Ding. Der ihnen erlaubt A. Okay, alles klar. Warum auch immer jetzt das nicht weitergeht. Der ihnen erlaubt an oder in der gefährlichen Atmosphäre zu überleben. Irgendwie sowas sollte da stehen. Mineralien. Es wurde nach Erzen gescannt. Das Ressourcenvorkommen auf diesem Planeten ist dank der starken Reaktionsmöglichkeiten einzelner chemischer Stoffe sehr hoch. Teilweise können Ressourcen an der Oberfläche gefarmt werden, da ihre Inhaltsstoffe gerne mal. Ja, warum ist es so verbuggt? Mann! Okay, da ihre Inhaltsstoffe gerne mal mit Sauerstoff reagieren. Oh Mann, warum schneidet. Hä? Dieser Planet ist in keiner bekannten Sternkarte verzeichnet. Die Atmosphäre ist stark toxisch und sollte gemieden werden. Eine Überlebenschance liegt bei etwa 3,56%. 3,56%. Ups. Das heißt, dass wir uns gegenseitig killen, ist unwahrscheinlicher. Fasse alle wichtigen Infos nochmal zusammen. Dieser Planet ist in keiner bekannten Sternkarte. Achso, das habe ich schon gelesen. Okay. Ja, so viel zum PDA. Warum auch immer das so verpackt ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du bekommst ein bisschen Energie von mir. Ja. Let's go to the Transportings. Also 500 Einheiten hinzufügen zu Spieler, das heißt, du musst aufs linke und ich muss auf 500 Einheiten abziehen von Spieler. Was passiert, wenn der Spieler drauf geht? Es kommt so ein cooler Partikeleffekt. Eigentlich müsste der, der es bekommt, abgesogen werden, also da müsste die Partikel nach oben gehen, aber irgendwie werden alle eingesaugt, deswegen ist ja egal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ich muss jetzt da reingehen, dann wieder rauslaufen, dann wieder reingehen, weil es ist extra so gemacht, dass man nicht durchratternd alle 500 Einheiten abzieht, bis nicht mehr geht, sondern es wird immer einmal getaktet. Dann muss man wieder rausgehen, dann muss man wieder reingehen, dann muss man wieder rausgehen, dann muss man wieder reingehen. Immer wird einmal neu 500 abgezogen. So wird halt vermieden, dass der eine auf einmal alles hat und der andere wieder gar nichts. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und da-dang! Crumble Cat hat 500 Einheiten bekommen. Ich gehe raus. Ich gehe da rein. Crumble Cat hat wieder 100 oder 500 bekommen. Ich gehe wieder rein. So, und nochmal. So, und nochmal. So, perfekt. Du kriegst nicht noch mehr, nur weil du da drin stehen bleibst. Es wurde auf jeden Fall noch vorgeschlagen, dass wir eine Art Speicher bauen, damit die Base quasi unsere Energieeinheiten speichern kann. Das heißt, wenn ich hier einmal drauf gehe, weh, du kommst jetzt hier drauf, nein, dann könnte das genauso wie es eben mit Crumble Cat bekommen hat, eben auch die Base was bekommen und ich dann später einfach so wie Crumble Cat jetzt einfach drauf gehen und dann von der Base abziehen quasi. Aber das war ein bisschen umständlicher im Stream, deswegen habe ich gesagt, das machen wir erstmal nicht. Das machen wir erstmal so, wie es jetzt ist. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Bettchen und schauen, was der nächste Tag so bringt. Was werden wir jetzt heute auf jeden Fall machen? Wir werden erstmal die Items einsortieren. Dann hier vielleicht unseren Garten wieder aufbauen. Ich werde euch noch zeigen, wie das mit dem Wasser alles funktioniert. Genau. Denn gibt es hier mal einen Wassereimer. Darf ich den mal placen? Weißt du, was fehlt? Was fehlt? Setzlinge. Wir haben keine Setzlinge. Wir haben keine Setzlinge. Wie, wir haben keine Setzlinge. Doch, wir haben vier. Nicht die. Was meinst du denn Fürs Weizen. dann? Das heißt auch Weizenkörner oder wie auch immer. Weizenseeds. Hier ist noch ein bisschen Knochenmehl. Ja. Wir haben nicht zufälligerweise Erde. Nö. Aber ich kann ja welches von draußen holen. Wenn du möchtest.
Hier haben wir eine Hake, dann haben wir eine Schaufel und dann sieht sie nicht so nach aus. Habe ich keine machen. Weil dann erweitere ich das ein bisschen, dann komme ich nicht ständig an den Kaktus. Ja, mach das. Ah, ich bin auch blöd, Mann. Ich nehme einen Stick raus für eine Schaufel. Oh Mann, ist so lange nicht mehr Minecraft gespielt, das ist ja Wahnsinn. So, und eine Eisenschaufel. Und wir haben hier an dieser Tür auch ein paar Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel ist hier drunter jetzt Bedrock. So kann kein Viech das mehr wegsprengen. Und wir haben hier vorne Knöpfe hingemacht, weil vorhin hat einfach ein Creeper das getriggert, was irgendwie unmöglich sein kann. Aber okay, er hat es halt gemacht. Und ja. Dings, das Projekt wird auf jeden Fall noch ein paar Erweiterungen bekommen. Allerdings kann ich nicht genau sagen, wann und wie und in welchem Zeitraum und so. Denn das wird ja am Ende auch eine Adventure Map. Wenn wir fertig sind mit Spielen, gebe ich die als Adventure Map frei. Dann könnt ihr das ja auch zocken. Und ja. Zum Beispiel fehlt dann eben noch, das kann ich euch jetzt mal zeigen, wenn ich hier mal draußen bin. Hier diese Base-Erweiterung. Da soll man dann irgendwie sich ein Item erstellen können, das sehr wertvoll ist. Und dann kann man hiermit, wenn man hier drauf steht und das Item in der Hand hält, kann man dann hier den Gang zum Beispiel kaufen. Dann kann man den hier bauen. Und erst wenn er bebaut ist, dann geht hier oder kann man hier aufmachen und dann ist man hier drin auch geschützt. Und irgendwann später, wenn man noch mehr Kohle hat und mehr Items und so, kann man sich auch hier drauf stellen und dann hier noch was bauen. Oder, ja, wie sagt man? Ja, hier die Erweiterung kaufen und bebauen. Das ist extra vorgeschrieben, wo man das macht, weil man muss es dann mit den Commands irgendwie festlegen können. Man kann nicht einfach sagen, ja, da und da und da und da baut man jetzt was, sondern es muss festgelegt sein. Einfach Koordinaten, genau. Und hier unten müsste auch irgendwo ein Command-Block. Hier ist der Command-Block. Genau. So. Kurz mit dem Damage und dem Wasser kann ich euch mal zeigen. Also das ist jetzt zwar clears Wasser, deswegen dient jetzt auch nur als Beispiel. Das ist eigentlich storymäßig verboten. Wasser. Wenn ich jetzt hier reingehe, ah, ich bekomme gut Damage. Ja. So. Und storymäßig wäre es verboten, das Wasser jetzt aufzuheben und in die Base zu tragen. Aber da das ja klärendes Wasser ist, machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Ich wollte es euch auch nur zeigen, dass man da wirklich Damage bekommt. Und dass man in der Base kein Damage bekommt. Das zeige ich euch jetzt auch noch kurz. So, und zwar machen wir Kannst hier. hier. Genau, da kannst du auch reinspringen, da passiert nichts. Genau. Gibst du es doch wieder auf und gibst mir mal die Erde. Ach so. Ja, die brauche ich nicht. Ja, den habe ich wieder auch gesammelt hier. Dings. Was wir auf jeden Fall noch machen können, sind Glasschei oder Glasbottles. Denn ich habe es ja gemacht, dass man mit Glasflaschen sich Nahrung erkaufen oder ertraden oder wie auch immer machen kann. Denn das finde ich ganz wichtig. Vor allem am Anfang haben wir gemerkt, dass es mit den Essensmöglichkeiten relativ knapp wird. Und genau aus dem Grund haben wir halt jetzt hier diesen Wasserflaschentrick Ich gemacht. brauche doch noch mal das Wasser. Brauchst du doch nochmal das Wasser für wo? Warum brauchst du hier Wasser? Für die Setzlinge. Achso. Ja, jetzt haben wir aber kein Wasser mehr. Jetzt müssen wir jetzt erst wieder. Oh, haben wir hier. Ja, okay, wir haben genug Eichenlaub. Es geht sich aus. Tada, einmal Wassereimer. Kannst du noch ein Loch machen? Dann können wir das Wasser kurz zwischenlagern. Wobei, nee, warte, ich mach kurz einen Kübel. Sieht cool aus. Und wir haben genug Eisen. Das Ressourcenvorkommen ist ja ganz gut. Würde ich behaupten. Ich meine, wir haben einfach so Dias gefunden, mitten an der Oberfläche, also. So, hier tun wir das Wasser rein. Und wenn wir jetzt die Glasflaschen hier einmal auffüllen. Oha, coole neue Sounds. Und die hier mal hindroppen. Kannst du mal gerne eine nehmen, wenn du Hunger hast. Und wenn du die einfach im Inventar hältst, siehst du, dass du einfach eine Keule dazu bekommst. Und Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ich ja, wollte genau. sie eigentlich aufbewahren, aber ich habe sie getrunken. Normalerweise trinkt man ja Sachen mit Rechtsklick,
Aber das kann man ein bisschen schwerer detekten. Deswegen habe ich einfach gemacht, ja, guck, dass der Spieler das in der Hand hält. Das reicht dann aus. Und genau, so hat es dann eben jetzt funktioniert. Hier machen wir einen neuen Wassereimer. Auffüllen, nochmal neuen Wassereimer. Das mit dem Destillieren ist richtig cool, finde ich. Das müsste auch im normalen Minecraft geben. Das ist mega funny. Okay. Dann fülle ich die drei Glasflaschen nochmal auf. Oh, ich habe gleich eine getrunken. Shit. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich hätte es auch mit der Offhand machen können, aber das sieht dann immer ein bisschen blöd aus, wenn man das immer rüber schleppen muss. Die Wasserflaschen tue ich jetzt mal hier rein. Denk dran, sobald du die in aktiven Slot legst, ist wie mit den Energiecontainern, dass das abgezogen wird. So, einmal der Eimer in die Mitte und einmal Eichenlaub außenrum. Das funktioniert ja in Real Life sogar wirklich, also wenn man, für die, die es nicht wissen, man kann ja Wasser destillieren, indem man frische Zweige innen über ein Erdloch drüber, also man macht ein Erdloch, legt da Zweige drüber und eine Alufolie. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, dann dampft quasi das Wasser aus den Zweigen raus, wenn die frisch sind, und tropft an der Plane wieder ab. Genau, so funktioniert das etwa. Hast du es von WoW, die Entdeckerzone? Ganz früher mal, ja. Zufälligerweise? Aber das gibt es eigentlich in jedem Dings. Also auch wenn man so Survival-Sachen anguckt, es gibt ja diesen Typ oder diese mehrere. Es gibt ja so Typen, die rennen oder die lassen sich einfach irgendwo rausfallen aus dem Flugzeug, mitten auf einer einsamen Insel und überleben da für eine gewisse Zeit. Ja. Und sowas, die machen das eigentlich auch häufig. Wer kennt es nicht? Schreibt es mal in die Comments, wer es nicht kennt. Was? Okay. Welches? Ja, wer sowas nicht kennt, also so Sendungen. So. Ich hab's nämlich von WoW, die Entdeckerzone. Nee, Alles klar. ernsthaft. Ich hab das damals voll gesuchtet. Okay. Ja, gut. Mit die Story müssen wir noch irgendwas zeigen. Da oben ist eine Spinne. Toll. Nein, hier geht's im Paradies. Jetzt weiß ich, was wir machen wollten. Wir wollten uns Viecher holen. Stimmt. Oh ja. Aber ich würde sagen, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Und ich zeige noch kurz die Commands unten. Hallo? Kannst du mich in den Game Mode versetzen, bitte? Hallo? Macht er nicht. Dann machen wir es manuell. So. Okay. Und zwar hier oben hat sich nichts geändert. Es hat sich nur hier unten was geändert. Hier ist alles gleich geblieben. Hier auch, hier auch, hier auch. Hier hinten ist was dazugekommen. Und zwar ist das hier die Technik für das Wasserflaschengedöns. Das sind sechs Command-Blocks für uns beide. Dann haben wir hier hinten das mit dem. Genau, das hier ist die ganze Technik für die Dings. Ah, für den Energiechanger. Also, dass wir oben uns hinstellen und dann kommt der Partikeleffekt und dann wird es abgezogen. Das hier ist die ganze Technik. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Command-Blöcke für beide. Ja, ist, denke ich, ordentlich. Und das hier ist nur eine kleine Technik mit dem Wasser. Dass man da Schaden kriegt, wenn man nicht in der Base ist und so. Genau. Genau. Ja, so viel dazu. Mehr hat sich hier unten nicht geändert. Ich komme mal wieder zu dir. Was machst du? Machst du Party oder? Echt nur. Weil du gerade so gedanced hast, deswegen. Wee. Okay, ich räume das jetzt noch schnell ein und dann würde ich sagen, wäre es das für heute gewesen? Schon wieder. Okay, mein Inventar ist voll. Hier würde ich mal sagen, alle Erze und Stuff. Für wen war die Diapickaxe? Ich habe eine. Okay, das ist meine. So, Essen kommt hier hin, würde ich sagen. Das kommt auch dazu. Und das hier noch dahin. Und das hier tun wir hier hin, zu Werkzeuge. Ach so, ja, und was haben wir im Stream noch gemacht? Wir haben. Nee, warte. War in der letzten Folge schon das mit dem Nether? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es halt auch nicht. Hatten wir nicht mal einen Bogen? Hä? Oh Mann.
Okay, es wird keine Nacht, deswegen würde ich sagen, noch einmal schnell schlafen gehen. Yay! Yay. Das Lustige ist ja, wenn man nach dem Schlafen aufwacht und in den Chat guckt, dann kann man das nicht mehr finden. Also man sieht es nicht mehr in der Eingabe. Ja, zwar, ich ziehe jetzt meine Rüstung an und zeige euch das Was mal direkt, wa? meinst du? Ja, normalerweise kannst du ja, wenn du jetzt mit Tasten und Pfeiltasten nach oben gehst im Chat, kannst du deine letzten Commands und Textnachrichten angucken und so. Ja. Und das mit je kommt nicht mehr, wenn du im Bett lagst und es geschrieben hast. Also ich habe noch das, was ich geschrieben habe. Das in der Nacht. Uah, Creeper. Na, ist auch egal. Kann auch sein, dass es nur im Game Mode funktioniert, weil ich aus Versehen gerade im Game Mode war. Ups. 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 Wo bist du gestorben? Ich war noch an der Base. Ach komm schon, Mann. Warum hat er das jetzt hier gesprengt? Das musste jetzt nicht sein, oder? Wieder Toll. die Tür. Nein, den Command-Block hat er freigelegt. Oh. Bringst du ein bisschen Erde mit, wenn du rauskommst? Wenn, ich muss gerade sortieren und meine Sachen wieder einsammeln. Okay, dann ging das so etwa. So kann das sein. Ja. Und dann hatten wir das hier so und hier so und hier so. Und mehr hat er nicht freigegeben. Aber das ist auch egal, weil in der Sicherungskopie. Was war das jetzt? Du hattest keine Level mehr. Ah, bist rausgegangen, obwohl du keine Level hattest. Oh. Kannst du meine Sachen mir wieder bringen? Wie das gerade aussah. Oh. Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht mehr geachtet. Ich dachte mir so, hä, warum kriegt sie Damage? Da ist doch kein Wasser oder so in der Nähe. Und dann, oh. Oh Mann. Ja, das habe ich mir wieder toll gemacht. Typisch Crumble Cat. Ja. Jo, was gibst du mir alles? Deine Sachen. Das? Ups. Guck mal, ich bin sogar bereit, dir nochmal 500 Einheiten zu geben. So. Achso, genau. Und eins kann ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich dann eine Sicherung eingebaut, dass man nicht schummeln kann. Hey. Weil man könnte ja sagen, ja. Ja gut, habe ich jetzt nur 250 Einheiten, kann ich das ja trotzdem abziehen lassen und Crumble Cat geben. Und dann sind es zwar keine 500, die es detected werden, aber meine 250 werden abgezogen und 500 werden Crumble Cat gut geschrieben. Das war also ein Command-Dings, was ein bisschen paradox war. Kommst du mal kurz? Ja. Wenn du jetzt auf Empfangen gehst. Und ich gehe hier drauf. Ihr seht, ich habe jetzt noch 829. Und man kann ja nicht mehr als oder weniger als 500 abgeben. Jetzt habe ich zum Beispiel 329. Und wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, kriege ich nicht mal einen Partikeleffekt. Das heißt, es wird echt detected und geguckt, dass man nicht cheaten kann. Nachteil, du musst mir jetzt wieder 1000 geben. Oh ja. Okay, passt. Genau. So funktioniert das. Lagfrei. Okay. Ich wollte euch eigentlich den Nether zeigen. Mann, wir haben schon wieder überzogen. Jetzt hast du aber auch die Erde dafür und die Level kannst du jetzt eigentlich das Loch reparieren. Apropos, okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir ein neues Nether-Portal. Ja. Das ist Bist du ja, schon also. draußen? Ja, ich bin draußen. Dadurch, dass wir halt die Welt jetzt komplett neu aufgesetzt haben und nur unsere Items getauscht haben, sind halt hier die Startsachen noch da gewesen. Das haben wir jetzt vor der Folge noch ein bisschen umgeändert und so, aber ist ja auch egal. Eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man so sieht, wie es sich so entwickelt. Also, genau. Damit würde ich vorschlagen, das wäre es für heute gewesen, liebe Leute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schießt gerne mal den Like-Button ins All und teilt das Video auch gerne mit Freunden und Verwandten. Und jetzt ist meine Standard-Leier vorbei und möchtest du noch was sagen? Haut rein, Leute. Ich Ciao. baue hier noch das fertig. Ja, macht es.
Fertig. Yay.